Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law, Episode 53. Die Balance mit Therese Frank. Willkommen zur heutigen Folge des Nerds of Law Podcast und heute fangen wir eine ganz neue Special-Serie an Podcast-Folgen an. Wie bereits in unserer 50. Folge angeteasert, bereiten wir gerade ein Buch vor über Kanzlei-Startups, also was Rechtsanwältinnen bei der Gründung einer eigenen Kanzlei beachten müssen. Und wir haben uns viele, viele tolle Autoren dazugeholt. Und wir haben uns jetzt gedacht, naja, wir machen mir gleich einen Begleitpodcast dazu. Der soll natürlich nicht die Lektüre des Buchs ersetzen, das, ich glaube, im Juni oder Juli im Linde Verlag erscheint, sondern sozusagen als zusätzliche Info und auch um unsere Autorinnen ein bisschen besser kennenzulernen. Und als erstes ist die Therese Frank. Therese habe ich, wie sich so neu modern gehört, über Instagram kennengelernt. Weil wir sehr, sehr viele gemeinsame Freunde haben und Therese ist die, hast du das Gerichtstoilettenspiegel-Selfie erfunden oder wirst du ja, einfach... ich habe das Gerichtstoilettenspiegel-Selfie erfunden und es hat sich verselbstständigt. Also alle Anwältinnen im deutschsprachigen Insta-Raum kennen das, glaube ich, mittlerweile. Genau, also ein Trailblazer der ersten Stunde. Aber Therese, ich übergebe jetzt an dich. Stell dich bitte selber ein bisschen vor. Jetzt darf ich sprechen. Wunderbar. Ja, Katharina, Michael, vielen Dank für die Einladung zu eurem coolen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und heute euch ein bisschen plaudern kann. Wer bin ich? Meinen Namen hast du ja schon gesagt. Therese Frank. Ich bin Rechtsanwältin und so haben wir uns in der Instagram-Rechtsanwältinnen-Bubble kennengelernt. Ich habe eine eigene Kanzlei in Wien und mache vor allem Versicherungsrecht und Zivilverfahrensrecht und bin begeisterte Social-Media-Nutzerin. Also auch beruflich. Oder eigentlich nur beruflich. Privat nutze ich Social Media überhaupt nicht. Das ist aber auch spannend. Das sind eigentlich wenige Leute, die es nur beruflich verwenden. Und wie bist du dann überhaupt dazu gekommen? Ich habe mich vor circa 3 Jahren von einem Tag auf den anderen selbstständig gemacht, nach 10 Jahren Großkanzlei und hatte dementsprechend 0 Mandanten und keinerlei Einkommen und habe mir dann ein bisschen recherchiert und mir gedacht, so Akquise hast du nicht gelernt. Ja, woher auch? Ja, kennen tust auch niemanden. Beim CV bist du nicht. Was könntest du jetzt machen? Und dann bin ich irgendwie, ja, war so ein Artikel von dem Herrn Anwalt auf LinkedIn, der war damals noch ganz klein, der war damals noch kein TikTok-Phänomen. Und er hat gemeint, ja, Instagram ist irgendwie das Netteste und es bringt wirklich was und man soll es mal ausprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich was zu verlieren? Nein. Und habe mir einen Account gemacht und das war eben vor 2,5 Jahren noch recht exotisch. Mittlerweile ist es ja auch in der Anwaltsbranche nicht mehr sehr exotisch, auf Instagram zu sein. Und ja, da war ich die Carmen Thornton, die eh auch jeder kennt. Und ja, dann gab es mich und viel mehr gab es dann nicht. Aber dann sind viele andere coole Kolleginnen dazugekommen und ja, so bin ich da reingerutscht und dann habe ich auch noch angefangen, sehr aktiv auf LinkedIn zu sein und habe das wirklich schätzen gelernt als etwas, wo du dich super vernetzen kannst und auch akquirieren dann sogar. Aber du machst ja auch, sagen wir so ein bisschen noch andere Dinge, die auch ein bisschen, sagen wir mal, etwas ungewöhnlicher sind für eine Anwältin. Bist du sehr aktiv, gerade in der Erwachsenenbildung. Und wir Anwälte sind ja extrem bekannt dafür,
also jetzt nicht der Michael und ich, aber andere, jetzt nicht die spannendsten Präsentationen und Vorträge zu halten, also mehr so Death by PowerPoint, Paragraphen in Präsentationen reinkopiert. Erzähl einmal, was machst du da und hast du da irgendwas geplant, über das du schon plaudern kannst? Ja, also ich, genau wie du sagst, mir ist auch immer aufgefallen, dass juristische Vorträge, ich möchte nicht mal sagen, dass die spannendsten sind, sondern oft einfach wirklich nur langweilig und, wie du gesagt hast, bestehen aus Paragraphen und Kommentartexten auf PowerPoint-Folien. Da habe ich mir gedacht, das muss irgendwie anders gehen. Und nachdem ich vor allem im Versicherungsrecht auch sehr aktiv bin, wollte ich da schauen, wie man das anders machen kann. Aber nachdem ich auch nicht genau gewusst habe, wie das geht, weil ich ja da auch nur die Kenntnisse hatte, die wir eben so in der Ausbildung mitbekommen. Also nichts. Ja, also wie du sagst, also quasi Death by PowerPoint, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Erwachsenentrainerin beim TÜV. Das war ziemlich cool, weil man da schon andere Einblicke bekommt, wie man didaktisch Dinge aufbereiten kann und wie man die Zuhörerinnen einbeziehen kann in das, was man macht. Und das war dann der Step 1. Und im Step 2 möchte ich das jetzt umsetzen auf verschiedene Arten. Also mein Traum wäre mal wieder Präsenzkurse dann zu machen. Wie Decathlon. Jetzt noch nicht. Ja, ich weiß, verrückt. Und dann habe ich jetzt auch immer eine neue Website gemacht, Fortbildung Versicherungsrecht, die jetzt hoffentlich sehr bald online geht. Das ist so mein Baby. Und da wird es Videokurse geben, wo der Plan ist, dass die eben auch didaktisch ein bisschen anders aufbereitet sind als die klassische PowerPoint-Präsentation. Sehr cool, sehr cool. Gibt es da schon einen Link oder damit man das vielleicht gleich verlinken kann? Ja, man kann das auf www.fortbildung-versicherungsrecht.at und wenn dieser Podcast rauskommt, sollte die Website schon online sein. Also das war jetzt ein Dreivierteljahr wirklich Arbeit. Das ist ein Wahnsinn, wenn man denkt, es schaut dann eigentlich nach überhaupt nicht viel aus und es ist so unfassbar viel Arbeit. Aber ich freue mich sehr und hoffe, dass ja, das gut ankommt. Du bist vielleicht auch gescheiter, also im Gegensatz zu Michael und mir, die über einer Pizza Geschäftsmodell und eine Firma gründen. Ja, aber ich meine, so kommen die Leute zusammen, oder? Über der Pizza. Ich finde das schon gut. Stimmt auch wieder. Du hast gesagt, dass du dich nach 10 Jahren Großkanzlei selbstständig gemacht hast. Willst du ein bisschen über deine Beweggründe plaudern? Ja, gerne. Also das ist kein Geheimnis. Ich meine, 10 Jahre Großkanzlei, das ist ja, muss ich jetzt einmal sagen, eine Leistung. Also das muss man da schon mal anerkennen. Das drücken nicht viele durch. Ja, es war... Überstrecken war es sehr cool, überstrecken war es sehr anstrengend und überhaupt nicht cool. Und dann kommt so eine Zeit, wenn du schon so lang wo bist. Bei mir war das so, dass du das Gefühl hast, du bist halt ohne diesen Laden niemand. Weil es war mein erster Job, meine erste Kanzlei und ja, und du wirst ja in der Großkanzlei, wie soll ich sagen, nicht so aufgebaut, dass du jemand bist, sondern mehr so klein gehalten, dass du halt das Arbeitbienchen bist. Und ich wollte dann aber doch Partnerin werden, ich wollte mehr werden und da war dann die nicht klare Ansage. Aber es war dann so durch die Blume völlig klar, dass das nichts werden wird und ich habe mich dann sehr, sehr schlecht mit meinem Chef verstanden. Und es war dann sinnlos und ich habe gewusst, ich könnte jetzt für immer so unglücklich da weitermachen und halt Substitutin sein oder... Ich gehe. Und das war wirklich eine der schwierigsten Dinge, die ich machen musste. Das klingt jetzt so blöd, retrospektiv, finde ich, klingt es auch völlig lächerlich, aber da rauszugehen nach 10 Jahren und so das Gefühl, du bist selber nichts wert, das war schon eine harte Zeit. Ich meine, ich habe das Glück gehabt, ich,
Ich bin ja in meiner Ausbildung, zumindest in meiner letzten Ausbildungskanzlei, auf die Selbstständigkeit vorbereitet worden. Danke, Michael. Aber in einer Großkanzlei wirst du es, wie du im Vorher schon gesagt hast, da lernst du ja solche Sachen nicht. Wie hast du das damals gemacht? Da gab es ja noch nicht so tolle Sachen wie unser Buch. Da gab es so tolle Bücher nicht. Also so ein Buch wie das, was du da jetzt herausgibst, hätte ich gut gebrauchen können. Gab es nicht, wie du richtig sagst. Learning by doing. Ja, mehr, ich habe wirklich, also ein Ding war, ich war dann von einem Tag zu den anderen, mir hat mein Kanzleipartner, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten, also ewig lang, der hat mir dann gesagt, nachdem ich keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen soll, Therese, komm zu mir, mach dich selbstständig, quasi ich habe dein Zimmer, du kannst das. Du kannst jetzt 3 Monate mir mit so einem großen Verfahren helfen, nachher musst du dich selber versorgen können, aber du kannst das. Nicht selbstständig, geht nicht, no way. Aber ich hatte keine Alternative. Gut, dann probieren wir das jetzt aus. Und dann kann ich mich erinnern, den ersten Tag bin ich gekommen und habe mir gedacht, okay, ich muss mir jetzt einen elektronischen Rückverkehr einrichten. Und rufe Yay. halt dann an bei der Anwaltssoftware, bei Expert und sage, ja, bitte können Sie mir das einrichten und die geben das alles ein und dann sagen sie, ja, Geschäftskontonummer, Underkontonummer. Und ich so, Geschäftskonto, Underkonto, habe ich nicht. Dann waren die so, ja, Sie brauchen ein Geschäftskonto und Underkonto, ansonsten können wir das dann nicht eingeben. Ja? Und dann musste ich halt innerhalb von, ich bin der Bank angerufen, völlig verzweifelt, gemeint, bitte, ich muss heute noch ein Underkonto eröffnen und ein Geschäftskonto. Und, also einfach solche Sachen. Ja? Du hast das überhaupt nicht am Radar und es war einfach, ja, die ersten Monate ein ziemliches Himmelfahrtskommando. Aber man wächst an der Aufgabe. Also ich habe mir das irgendwie selbst beigebracht und jetzt geht es echt gut. Ich meine, du hast im Buch ja ein sehr, sehr wichtiges Thema bekommen, sozusagen, oder dankenswerterweise, weil das ist ja was, wo, ich meine, ich muss meine Hunde mit mir organisieren, aber ein bisschen diese Vereinbarkeit von Anwalt und Familie, da gibt es einfach so viele Mythen, so viele schlechte Beispiele. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich wusste in meiner Ausbildung oder irgendwie nie wirklich, ja, na, das, entweder es geht gar nicht oder man muss halt richtig, richtig reich sein, um sich dann die Nanny leisten zu können. Wie standest du dazu? Hast du in der Großkanzlei schon Kinder gehabt oder kamen die erst nachher? Wie ist das bei dir abgelaufen? Ja, ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile schon 6,5. Und als die auf die Welt gekommen ist, war ich eben noch Großkanzleianwältin. Das war sehr angenehm eigentlich, weil ich die Möglichkeit hatte, wirklich ein Jahr weg zu sein. Und in der Zeit habe ich auch wirklich nicht gearbeitet, weil halt die Struktur so groß ist, dass das gut aufgefangen wird. Andererseits ist natürlich auch, wenn man Mutter wird, bist du in der österreichischen Anwaltswelt noch ein bisschen so damaged goods. Ja, dann bist du halt, oh, jetzt ist sie Mutter und eh, kannst eh noch arbeiten und ist eh lieb, aber du wirst nicht mehr für voll genommen. Ich weiß, dass viele Kanzleien sich jetzt sehr bemühen, von dem wegzukommen und auch Dinge machen, um das zu ändern, aber es ist einfach noch immer ein bisschen so in den Köpfen verankert. Ab dem Moment, wo ein Kind da ist, irgendwie so, als schwindet dann die Kompetenz. Ich weiß nicht genau, was es ist, oder wenn du nicht 60 oder 70 Stunden die Woche arbeitest, so als wäre deine Arbeitsleistung nichts mehr wert. Also ich verstehe es nicht, aber es ist definitiv der Zugang und in Österreich, glaube ich, und Deutschland auch schon, ja, extrem. Also in nordischen Ländern wird das, glaube ich, schon anders gelebt. Michael ist ganz ruhig. Traust du dich als Mann nichts sagen jetzt dazu? Nein, ich lausche nur gespannt, weil das ein Thema ist, als jemand, der selbst keine Kinder hat, das mir sozusagen ein bisschen fremd ist und man sieht das grundsätzlich auch so, dass das
in der österreichischen Anwaltei oder generell in der Anwaltei oder wahrscheinlich auch in viele andere Berufe das Nachwuchsbekommen eher problematisch oder als problematisch gesehen wird. Egal, ob das jetzt Mutter sein, Vater sein ist, aber das ist eigentlich schade, dass es da nicht mehr Platz gibt. Es ist auch so, wie du sagst, also ich habe in Vorbereitung für den Artikel, den ich für das Buch geschrieben habe, eine nicht repräsentative Umfrage in meinem Anwaltsumfeld gemacht. Ich kenne natürlich sehr viele Anwälte und Innen mit Kindern. Und ich habe schon auch die Rückmeldung bekommen, dass für Männer, die sich da mehr engagieren wollen und sagen, okay, ich will jetzt ein halbes Jahr weg sein oder ich will reduziert jetzt arbeiten, das ganz schlecht kommt. Also das wird, wenn die Augen verdreht und da kommt dann so, seine Frau zwingt ihn sicher dazu oder was ist das für eine Lusche? Oder in der Art. Also diese Medaille geht wirklich in beide schlechte Richtungen. Aber du hast, ich meine, wir haben in der Folge eben mit der Carmen Thornton drüber geplaudert, dass es ja so extrem abfällt. Ich meine, sowohl bei den Studenten als auch bei den Rechtsanwaltsanwärterinnen sind wir ja ziemlich 50-50, plus minus ein bisschen. Genau. Und dann bei den Anwältinnen kracht es runter auf 20% Frauenanteil. Genau. Warum geben so viele auf? Ist es wirklich die Familienplanung? Ja, also es ist definitiv, dass es schwieriger vereinbar ist und einfach in Österreich das so ist, dass die Frauen primär halt für die ganze Organisation mit den Kindern und das Kümmern um die Kinder zuständig sind. Und aus diesem Grund bin ich überzeugt davon, dass das der Grund ist, weil du kannst halt in diesem Job nicht so gut die Zeit, wie soll ich sagen, einteilen, die Arbeitszeiten. Du bist in den großen Strukturen so abhängig von deinen Obrigkeiten, teilweise von den Mandanten. Also es ist dann halt schwierig. Und wenn du dann eben sagst, ja, um 3 muss ich wo sein, dann wirst du sowieso eben nicht mehr für voll genommen, weil das in einem Anwaltszeitraum halt total wenig ist. Ja. Ich meine, die kommen um 10 und gehen um Mitternacht heim. So ich würde sagen, um 3 bist du ja noch nicht einmal vom Akquise-Lunch zurück. Ja, genau. Also da kannst du ja dann nichts leisten. Also ich glaube, das große Problem ist, dass der Anwaltsberuf aufgebaut ist, noch immer auf den männlichen Versorger der Familie, der arbeitet und seine Kanzlei hat und die Frau ist daheim und kümmert sich um die Kinder. So, dann geht das natürlich alles gut. Aber die Welt ändert sich, die Lebensrealitäten der Leute ändern sich und genauso wird sich einfach auch unser Staat ändern müssen, weil das ist nicht die Zukunft. Und so, man hat dann einfach auch einen Abfall von ganzen qualifizierten Frauen, die dann sagen, ja, ich gehe lieber in die Justiz oder ich gehe in eine Rechtsabteilung. Das ist ja alles auch ein Verlust für den Stand. Ja, es gibt ja schon so viele Studien für, wie Diversity, und jetzt meine ich nicht nur Frauen, Männer, sondern halt im Allgemeinen auch mehr bringt für ein Unternehmen. Und genauso sehe ich es halt auch beim Stand. Ich glaube, der Anwaltsstand braucht einfach viel mehr Diversität. Absolut, absolut. Also du sagst ja auch in deinem Kapitel, dass sich Frauen viel mehr mit Fragen und Themen eben zur Familienplanung konfrontiert sind, mal abgesehen davon, ob das jetzt arbeitsrechtswidrig ist oder nicht. Aber warum glaubst du, ist das immer nicht so? Ich meine, ich glaube nicht, dass ein Michael schon jemals irgendjemand gefragt hat, wann er endlich Papa wird. Lustigerweise schon, ja. Abgesehen von deinen Eltern. Ich werde das im Freundeskreis immer öfter gefragt. Du bist jetzt dann bald 40 und wie schaut es denn aus mit der Familienplanung? Und ich sage dann immer so, na, keine Kinder. Und was dann ganz spannend ist, ist das,
Also bei mir hat es auch biologische Hintergründe. Und wenn ich dann sage, nein, es geht nicht, dann ist interessanterweise sehr oft die Frage, dass irgendwer sagt, an wem liegt es denn? Wo ich mir dann immer denke, was zur Hölle geht dir das an? Das ist aber, wollte ich sagen, das Also das ist irgendwie, weiß nicht, da kommen relativ schnell relativ, sag ich mal, intime Fragen, wo ich mir manchmal denke, will ich jetzt eigentlich nicht beantworten. Aber die Geschichte sozusagen auch, also nicht nur diese Sache von wegen, wann wirst du Vater oder Mutter, sondern auch die Geschichte, warum keine Kinder, das wird als Entscheidung auch nicht ganz akzeptiert. Na, die Entscheidung, dass du überhaupt keine Kinder willst, ist völlig absurd. Also ich habe schon wirklich, ich möchte, also Anfeindungen ist wirklich ein übertriebenes Wort, aber einfach völliges Unverständnis dafür, dass mein Mann und ich kein zweites Kind wollen. Also wir haben unsere eine Tochter und die lieben wir über alles und sind super happy und ich und mein Mann auch wollen einfach nicht noch ein Kind. Und da, wie oft ich die Diskussion hatte, ja, aber warum nicht? Ja, aber das müssen doch mindestens zwei sein. Arme Kinder, Geschwister, also alles, wo ich mir denke, was geht dich das an? Ja. Ja, diese Diskussionen kenne ich mit keine Kinder. Ja. Also das ist, Ja, habe ich genau, also genau das gleiche alles mit schon einem Kind. geführt. Ja. Ja, und ich find's auch immer lustig, dass, ich meine, in die Richtung, wo du sagst, ja, um 3 Uhr heimgehen oder so, weil man Hausnummer die Kinder halt abholen muss, beispielsweise, da gibt es ja wirklich dann schon Institutionen, wo man das halt machen kann. Und eben, wie du gesagt hast, es gibt Kanzleien, die sagen, ja, man kann unter Anführungszeichen Teilzeitanwalt sein, also halt nur 40 bis 50 Stunden arbeiten. Aber ich finde es dann immer so lustig, weil ich mir dann irgendwie denke, was ist, wenn ich einfach nicht 70 Stunden die Woche hackeln will? Und ich zu meinem Hund heim will. Und ich jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt kein Alibi-Kind haben, nur damit ich keine 70 Stunden hackeln muss. Also das sind dann auch so Themen. Also in Wirklichkeit im Ranking, du hast verloren, wenn du Kinder hast. Und wenn du sagst, du willst keine Kinder, hast auch verloren. Also irgendwie Ja, kannst du wenn es du nur keine falsch Kinder machen. willst und ein Leben, aber also wenn du halt daneben eben, wie du sagst, Zeit für Hunde, Partner, Freunde, Sport, was es auch immer ist. Ich finde auch, dass das alleinige Lebensmodell, 80 Stunden zu arbeiten bis zur Selbstaufgabe, kein Modell ist. Also ich habe das immer gehasst und ich bin nach wie vor niemand, der halt in der Nacht gerne arbeitet. Ich bin produktiv eher am Vormittag und man muss halt, und also auch das ist von der Diversität, wird halt nicht so gesehen. Ja, es ist halt von jedem, du musst in der Nacht verfügbar sein und ich meine, wie viel von der Zeit effizient gearbeitet wird, das kann einem ja auch keiner erzählen. Ja, also wenn ich da teilweise noch um 2 in der Nacht gesessen bin, ja, mit Adrenalin geht alles. Ja, aber die Produktivitätslevel ist dann auch nicht mehr so oder das Aufmerksamkeitslevel das Beste. Ja. Also ich glaube, mein letzter Ausbildungsanwalt hat einmal probiert, mich wegen was Dienstlichen am Wochenende anzurufen. Ja, du hast gescheit Einmal geschimpft mit mir. und nie wieder. Dum, dum. Ja, nein, das habe ich oft zurückgekriegt dann in der Folge, ja. Ja, weil ich war ja letzter Ausbildungsanwalt. Einmal hätte ich es versucht, ja, das ist. Nein, boah. Aber da hast du dann ordentlich Fürchtet habe Gas ich mich. bekommen, oder wie? Ja, nein, vollkommen zu Recht da, ja. Aber sie ist auch nie ins Büro gekommen, muss man sagen. Also sie hat immer, na, heute arbeite ich von daheim aus und so. Ich meine, Ja, gut, sie da wohnt war in schon Niederösterreich Covid. und da ist der, und da ist, ja, genau, ja, Das das ist, war nur Lockdown. weil du in Niederösterreich wohnst, da fährt man halt ein bisschen früher weg, gell, ja. Ja. Nur weil du immer so viel Schmäh fährst, wenn du ins Büro kommst, du lenkst mich immer Ja, ab vom Hackeln. bei uns war es wichtig, dass wir nicht Muss man zusammensitzen, klatschen und sondern dann sonst hätte kommt man man nicht zum nichts. Hackeln. Ja, sonst hätte man nichts weitergebracht. Na, gar Nichts. nichts. Das ist unmöglich gewesen. Also wir würden dann mit 5 neuen Buchprojekten, 3 neuen Firmenideen rausgehen und hätten mehr Geld auf Kickstarter ausgegeben, als wir in einem Monat verdienen. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Das ist, wahre Worte wurden in diesem Podcast niemals gesprochen über deine Ausbildung. Ja. Aber ich glaube, der Punkt ist, du kannst es dann fast, irgendwie habe ich das Gefühl, du kannst es als Frau dann fast nur falsch machen. Außer Ja. du hast irgendwie deine Kinder, ich weiß nicht.
während dem Studium gekriegt und bis Konzi bist, sind sie dann eh schon aus dem Gröbsten raus und du hast drei Nannies zu Hause, die sich darum kümmern. Du bist hackelst voll, bist eine schlechte Mutter, bist du mehr bei deinen Kindern, bist du eine schlechte Anwältin. Es ist eh, wie du es machst, machst du es falsch. Es wäre halt schön, wenn es sickern würde, dass es verschiedene Lebensrealitäten gibt und Mitarbeiterinnen super wertvolle Arbeit leisten können, wenn sie nicht dieses klassische Anwaltsleben der Arbeit bis zur Selbstaufgabe machen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass das geht und dass es sehr viel mit Zeiteinteilung zu tun hat. Also die allermeisten Male, die ich lang gesessen bin, waren nicht, weil es der Fall oder der Mandant wollte, sondern wegen der Ineffizienz der höheren Level über mir. Und ja. Ja, also stimmt, das passiert mir heute noch. Ja, aber es ist ja, schau, es gibt Leute, die wollen, die sind in der Nacht super produktiv. Hast du jetzt gerade von mir geredet? Moment. Sorry. Nein. Ich weiß nicht, wie du arbeitest, Michael. Also, sagen wir mal so, sprechen, ja? Michael, seine Frist, das Kapitel abzugeben, war Ende März. Mehr brauche ich zu dem Thema nicht zu sagen. Er ist einfach fertig. Ja. Glaube ich. QED. 27. April, das akademische Monat quasi. Ja, aber der Punkt ist ja genau das. Also Ineffizienz, in Wirklichkeit wären wir ja zu Ineffizienz erzogen, weil dann können wir Stunden verrechnen. Aber was... Mal abgesehen von der Mindset, was würdest du oder was glaubst du, was sich ändern muss in unserem Job, damit das familienfreundlicher wird, damit es frauenfreundlicher wird? Also was die von den Kollegen, von der Kammer, was würde helfen, deiner Meinung nach? Es würde sicher helfen, wenn irgendwie ein System geschaffen wird, das ermöglicht, in der Kammer zu sein und nicht den vollen Beiträgen ausgesetzt zu sein. Mhm. Also ich muss sagen, die Kammerbeiträge, die sind ja schon geschmolzen. Ich weiß, es ist unsere Pension, aber die steigern sich ja jährlich um ein paar hundert Euro, werden die angepasst. Und wenn du gerade anfängst mit deiner Kanzlei, ist das sehr viel Geld. Yes. Natürlich, wenn ich da verdiene 1 Million im Jahr als irgendwo, dann ist mir das natürlich herzlich wurscht. Ja. Aber wenn ich nur, sagen wir, 20 bis 30 Stunden arbeiten kann die Woche oder eben mich gerade selbstständig mache und anfange, dann sind diese 18.000 Euro, die nur mal für die Kammer fällig sind, echt ziemlich happig. Und das habe ich auch von vielen gehört, dass das eine große Hürde ist. Wie das gelöst werden kann, ich habe auch keine Patentanwendung. Ist es bei der Kammer einfach so, dass der, glaube ich, der Zugang ist, dass sie sagen, ja, es ist halt ein faires System, weil im Endeffekt kriegt jeder die gleiche Pension aus und es gibt halt keine Solidarität, dass der weniger einzahlt und das gleiche rausbekommt. Würde es helfen, und, wenn wir im normalen Pensionssystem drinnen wären? Ja, das ist auch immer eine große Frage, die diskutiert wird, ob die Kammerbeiträge in das normale System transferiert werden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee. Ich meine, wenn du im normalen Pensionssystem bist, dann hast du natürlich auch schon das, wenn du wenig verdienst, kriegst du wenig Pension. Also diese Pensions-, diese Teilzeitfalle, von der man immer spricht, ja, hast du da voll. Und das sehe ich schon auch. Ich sehe schon auch, dass du diese in Klammer Falle nicht hast in unserem Stand, weil jeder kriegt dann irgendwann mal die gleiche, nicht sehr hohe Pension. Aber für gewisse Übergangszeiten denke ich schon, dass es möglich wäre, dass der Stand solidarisch halt da, dass man für eine gewisse Zeit weniger einzahlt und das vielleicht nicht sofort voll abgezogen wird, einfach um zu fördern, dass mehr Frauen in dem Beruf bleiben. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied machen würde und dass den anderen Anwälten da jetzt nicht sämtliche Kronen rausfallen würden und der Stand pleite geht.
Ja, ich frage mich eh auch, ich meine, dass man auch zum Beispiel als Rechtsanwaltsanwärter ja nur einen Teil zahlt. Und ich denke mir, es ist halt heutzutage nicht jeder, der, weiß ich nicht, Hausnummer, sofort gleich nach dem Studium Rechtsanwaltsanwärter wird. Und wenn man sich die Zeiten zusammenrechnet, die man in Wirklichkeit verliert, die man halt im anderen Pensionssystem zumindest ein bisschen angerechnet bekommen würde und zumindest ein bisschen was einzahlen würde, das ist schon hart. Also ich habe mir das, ich bin ja relativ, sagen wir so, spät berufen und spät eingetragen worden als Anwältin im Vergleich zu Kollegen, wo ich mir dann denke, wenn ich mir das durchrechne, brauche ich vor 75 mich auf der Anwaltspension nicht in Pension gehen. Das stimmt, was du ansprichst, das ist, finde ich, ein absoluter Wahnsinn, dass du nicht die Zeiten hin und her tragen kannst. Also du hast ja auch jahrelang eingezahlt ins ASVG-System und das ist einfach verloren. Naja, in meinem Fall Gott sei Dank nicht. Aus dem einfachen Grund, einerseits hat mir nur mal ein Jahr auf die 15 Jahre gefehlt, weil ich wirklich schon so lange arbeite. Okay. Und durch Nerds of Law zahle ich jetzt Pension doppelt. Und der Vorteil ist, dass wenn man in der normalen Pflichtpension, in der ASVG-Pension drinnen ist, kann man aus dem Teil B der Pension hinaus optieren. Das heißt, man spart sich ein bisschen was. Okay. Also man zahlt ja, doppelt. 15 Jahre, das ist ein Wahnsinn. Ja, wenn du 5 Jahre oder 6 Jahre in der Privatwirtschaft arbeitest, also das ist verlorenes Geld. Ja? Oder du bist halt 5 Jahre Anwalt und gehst dann, du kannst das nicht hin und her tragen. Das finde ich, ist wirklich arg. Ja, bei mir sind sicher die 14 Jahre, also bis dato ja auch nur ausgegangen, weil ich schon als Schüler gearbeitet habe. Ich habe während dem ganzen Studium gearbeitet. Das heißt, in dem Moment, wo ich Rechtsanwaltsanwärterin geworden bin, hat mir halt nicht mehr viel gefehlt. Und da war halt immer das, okay, irgendwie werde ich schon mein letztes Jahr zusammenbekommen. Oder ich glaube, es waren 14 Monate, irgend sowas. Also halt jetzt nicht viel im Vergleich. Aber wenn du das jetzt nicht hast, dass du sagst, okay, ich habe zwar während dem Studium vielleicht ein bisschen was gearbeitet, aber ja, das sind Jahre und da zahlst ein und zahlst ein. Und also das ist das, glaube ich, was sicher extrem hart ist. Und das musst du dann auch mal leisten können. Du wirst nicht 10 Jahre nachkaufen. Da bist du pleite nachher. Das ist so teuer. Dabei 2 Monate nachkaufen ist wirklich teuer. Das ist sicher auch ein Problem, dass halt auch du denkst dir dann auch nicht, okay, ich probiere es jetzt mal hier oder da, weil es so viele Hürden gibt und eben der Beruf darauf natürlich auch ausgelegt ist, dass du für immer nur das machst. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch keine Realität mehr. Ich glaube, es gibt Leute, die arbeiten als Anwälte und dann gehen sie in eine Rechtsabteilung und dann arbeiten sie vielleicht nicht als Anwältinnen oder umgekehrt. Und das wird mit so einer Regelung, wo du diese sehr hohen Beiträge, die du einzahlst, nicht hin und her mitnehmen kannst, natürlich nicht gefördert, sondern macht es den Leuten schwerer. Absolut. Michael, du hast ja auch schon einiges. Aber du bist jetzt auch umgestiegen, gell? Nachdem du jetzt auch doppelt zahlst. Ich bin aktuell noch dabei, ich habe einfach straight nur keine Zeit gehabt, aber es stimmt. Ja. Ich habe es vor, umzusteigen. Ja. Also umzusteigen im Sinne von, ja, zumindest rausoptieren. Ja. Ich meine, es sind ja doch, ich glaube, 6.500 Euro im Jahr oder so. Also es rentiert sich. Ja, gut. Ja, da kann man viel bei Kickstarter einkaufen. Oh ja. Aber was wären, also wenn unter unseren Zuhörerinnen junge Juristinnen, Jus-Studentinnen sind, was würdest du, oder junge Anwältinnen, was würdest du denen als Tipp mit auf den Weg geben? Also viel auszuprobieren oder was wäre so das, wo du sagst, da jetzt nicht beirren lassen? Wir haben ja alle keine wenig gute Vorbilder gehabt. Ich denke, dass es ganz wichtig ist zu sehen, wenn der Job das ist, was man machen möchte, dann geht es auch. Also zu sagen, ich würde gerne Anwältin sein, aber ich will eine Familie, ich kann nicht beides machen, das ist nicht so. Du kannst dir das organisieren. Ich habe das bei mir gesehen, es ist mühsam, aber ich mag den Job, ich will nichts anderes machen und das ist zu organisieren. Und ich will da auch wirklich ein Beispiel sein für junge Frauen, dass es möglich ist, diesen Beruf auszuüben und ein Kind zu haben und eben nicht
von vornherein dieses, na, also ich höre das auch jetzt von mit jungen Leuten, mit denen ich auch über Instagram und so im Austausch bin, wenn es um diese Themen geht, ich höre das oft, ja, aber also schon zu einem ganz jungen Zeitpunkt, wo Kinder noch, weiß nicht, mit 20, 25, glaube ich, denken die meisten noch Kinder, da schon die Weichen zu stellen für den Job, finde ich, zu früh und nicht nur eben sich nicht schon so früh abschrecken zu lassen. Also ich glaube, wenn mir mit 25 wer gesagt hätte, was ich mit 35 mache, hätte ich es mir, glaube ich, nicht geglaubt. Nein, ich mir auch nicht. Ja, aber das war auch so ein, also bei mir war auch jetzt, also nicht nur in Bezug auf Familie, einfach so dieser Mythos Rechtsanwaltsanwärter, Mythos Rechtsanwaltskanzlei. Nachdem ich immer viel kackelt habe, war das so ein, ja, das tue ich mir nicht an, das ist mir zu blöd und die Ausbildung, da verdienst nichts und arbeitest dich zu Tode und weiß ich nicht was. Also eben genau dieser ganze Mythos und da niemand sagt, schau, es ist eine enden wollende Zeit und wenn du das wirklich willst, dann drückst du durch. Und das hat sehr viele Umwege bei mir gebraucht. So kommt man halt auch auf 15 Jahre fast. Pensionszeit. Aber ja, ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Tipp. Und ich würde auch sagen, unseren Hörern empfehlen, dir auch auf Instagram und LinkedIn den Sprechern zu folgen, um sich das auch ein bisschen abschauen zu können, um dann halt auch einfach dieses das super Vorbild, das du bist, zu haben. Und ich glaube, das ist einfach absolut, absolut wichtig, da einfach auch tolle Vorbilder zu haben. Ja, das ist notwendig zu sehen, dass es geht. Und ich finde auch, welche Fähigkeiten du brauchst und was es Sinn macht, jetzt schon zu lernen und zu können, weil die juristische Ausbildung bei uns ja noch immer so ist, dass du Fachdinge lernst, aber so rundherum Soft Skills null. Das hat sich, Mitarbeiterführung, die studiert haben, nicht geändert. Ja, von Mitarbeiterführung über wie akquiriere ich, wie ist mein Außenauftritt, ich weiß nicht, alle möglichen Dinge, die man brauchen kann, die man als wenn man selbstständig ist, einfach braucht, lernst du nicht. Und das ist auch etwas, was ich gerne mitgeben würde. Fang einfach schon früh an, ein Netzwerk aufzubauen und auch Gedanken eben um Soft Skills zu machen und nicht nur um Fachkenntnisse, weil mit super guten Fachkenntnissen alleine ist es halt schwierig da draußen. Ja, aber ich glaube, ich habe auch bei Michael mehr über Soft Skills gelernt wie in all den Jahren davor. Aber man muss Schwerpunkte setzen, ne? Es ist so. Ja, du hast gewusst, dass mir wird kein Strafverteidiger mehr, also haben wir es dann gleich irgendwo bleiben lassen. Ja, das hast du aber immer gesagt, du willst mit dem nichts zu tun haben. Ich würde ja nicht das Geschäft wegnehmen, Michael. Also ich bin ja da nur nett, das ist. Also du bist zu einem Strafverteidiger in die Ausbildung gegangen und wolltest keine Strafverteidigung machen. Ja, ich wollte was übers Leben lernen. Von der Straße oder was? Von der Hut? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen, dass du sagst, nein, dann du gehst hin, weil der weiß, wie es geht und so mit den Leuten und so. Ja, wir sind in der Wildnis draußen halt so aufgeht. Ja, nein, ist okay. Und außerdem, ich meine, ist der Michael der absolut bessere Feminist von uns beiden. Also da habe ich auch viel gelernt. Ja, ich sehe schon, ihr habt jetzt eine gute Symbiose, eine Ausbildungssymbiose. Ich meine, das war schade, dass ich das nicht früher angefangen habe, aber es war doch, ich meine, eben gerade wegen meinem Spezialgebiet und habe ich mir halt auch, es war halt einfach früher bei uns beiden nicht gegangen und deswegen war, aber gerade weil es halt die Zeit nach der Prüfung war und ich somit gewusst habe, ab jetzt brauche ich mir strafrechtlich nichts mehr merken und kann alles in Michael substituieren, habe ich mich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren können. Also ich muss sagen, ich finde Strafrecht ist eigen, ich mache es auch manchmal so als Add-on für Mandanten, wenn da irgendwas kommt, aber so diese Strafverteidigerleben ist meines auch nicht. Ja, also wir machen dann immer irgendwelche Deals, wenn ich Verfahrenshilfe kriege. Also. Nein, mir gefällt das einfach. Das ist irgendwie so meins. Ich weiß nicht warum. Das hat man schon immer gedacht. Ja, genau wie du sagst. Ich glaube, das muss man wirklich mögen und dann ist super.
Aber es gibt so viele Leute, die das gut können und die dafür brennen, die ich auch kenne, auch Kolleginnen. Und ich denke mir, man muss sich dann nicht reinsetzen in Dinge, die man eben nicht mag, sondern super, wenn jeder so seine Sachen findet, für die er oder sie brennt und die man halt gerne macht. Also so die Abwägung zwischen Haftung und ob der Michael wieder was von mir braucht ist. Es ist einfach in jedem Rechtsgebiet, wenn man es viel macht, wenn man einfach jetzt nicht nur mehr dieses, ich sage mal unter Anführungszeichen, Bücherwissen hat, sondern einfach auch weiß, wie Dinge rennen und das relativ schnell, relativ gut, sehr flüssig machen kann. Das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel keine Scheidungssachen machen würde. Das macht mein Kollege, der kennt sich einfach aus, der hat die ganzen Sätze im Kopf und so weiter, was Unterhalt betrifft, die müsste man das alles mühsam anlesen. Genauso wie halt die Reinheitsgrade mit Drogen im Kopf. Ja. Das war jetzt irgendwie falsch ausgedrückt, gebe ich zu im Nachhinein. Aber das ist einfach, oder ich weiß, wie in einer Untersuchungshaftsituation vorzugehen ist. Der andere Kollege weiß, was bei einer Entlassung zu tun ist im Arbeitsrecht. Man ergänzt sie einfach. Ja. Und das ist, ich denke mir immer, es ist wichtig, dass man wen fragt, der sich halt, der sich damit auskennt im Sinne von, er beschäftigt sie, oder er oder sie besser gesagt, beschäftigt sie einfach damit. Wenn sie wer viel damit Genau. beschäftigt, dann hat er viel mehr Wissen und das ist aus meiner Sicht höchst sinnvoll. Ja. Ich meine, ich hätte den Strafrechtsteil der Rechtsanwaltsprüfung auch nie ohne Michael geschafft. Aber da kommen wir wieder zu deinem Tipp mit dem Netzwerk zurück. Man muss halt nicht alles können müssen. Und das war das, was ich gesagt habe, warum ich mir angemaßt habe, das Buchprojekt zu starten, weil ich einfach gesagt habe, ich hätte es nicht alleine geschafft. Und das wollte ich zeigen, deswegen habe ich einfach viele, viele schlaue Ro Leute angeschleppt, um zu zeigen, ja, man muss es nicht allein machen, es gibt tolle Leute, die helfen, und dann kann man auch so ein spannendes Projekt für die Selbstständigkeit starten. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, ob du noch eine letzte Frage hast. Ich glaube, einer der letzten Male. Star Trek oder Star Wars? Weder noch. Ist okay. Was ist Star Trek? War das mit dem Captain Jean-Luc Picard, oder? Ja. Ne, ist perfekt, ja, Okay. das lassen wir gelten. Liebe, liebe Therese, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns besucht hast und vielen Dank für deine Mitarbeit an unserem Buchprojekt. Und wir werden natürlich in unseren Shownotes auf alles verlinken, wo unsere Hörer dich finden können. Und ja, wenn sie uns weiter folgen, werden sie dann auch noch mehrere Folgen zu unserem Buchprojekt und dann natürlich auch die News, wann und wo das Buch gekauft werden kann, hören. Yay! Ja, danke für die Einladung. Es war sehr nett, mit euch zu plaudern. So eine Stunde vergeht immer total schnell. Absolut, absolut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.